whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Nun schauen Sie mir einfach zu und harren der Dinge, die da kommen werden. Herzlich willkommen bei der Zauberei. Dieses schöne Spielzeug habe ich von dem Vertrieb von Jim Beam bekommen und ich muss sagen, ich habe leider nur dieses eine davon. Und wann immer Sie das sehen werden, Sie brauchen uns gar nicht nachzufragen, wir haben es gar nicht. Dieses eine Stück ist längst weg und ich freue mich, dass ich es jetzt einmal hier verwenden konnte. Und wenn Sie sich das anschauen, so ist die Flasche tatsächlich, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier mal irgendwo ein Stück Papier habe. Genau, die Flasche schwebt. Da oben drüber ist nichts, da unten drunter ist nichts, links ist nichts, rechts ist nichts. Man kann sagen, es ist ein ganz leichter Whisky. Ist natürlich so nicht richtig. Lass mich mal ein bisschen andrehen. So, wir haben da einen Elektromagneten oben drin und auf der Kappe oben ist ein sehr starker Permanentmagnet drin und der hält die Flasche nun genau in der Schwebe. So, aber wir wollen uns heute nicht um dieses kleine Werbegimmick kümmern, sondern wir wollen uns heute um den Whisky, der da drin ist, kümmern. Und Sie sehen, das ist jetzt der Jim Beam Choice und zwar mit dem grünen Etikett und nicht dem Landauf, Landab so bekannten weißen Jim Beam, also Jim Beam White Label. Der wird nämlich in zig Millionen Flaschen abgefüllt und da geht man gerade mal so über die gesetzliche Mindestlagerzeit von Bourbon von 2 Jahren hinaus. Aber der Jim Beam Choice ist also nun schon deutlich älter. Man spricht ungefähr von 4 Jahren, die er nun in frischen, befüllten amerikanischen Weißeichenfässern reifen dürfte. Jetzt habe ich gerade 4 Jahre gesagt. Ich glaube, es wären 5 Jahre. So ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ich meine, es müssten schon 5 sein. Jim Beam ist ein ganz, ganz typischer amerikanischer Bourbon, wenn nicht der Bourbon überhaupt. Und er hat einen ordentlichen Anteil Mais in der Getreidemischung drin. Das macht ihn vergleichsweise mild, weich, süßlich. Auf der anderen Seite reift er in einem ausgekohlten, ausgebrannten Eichenfass. Das gibt ihm dann eine gewisse leichte Würze dazu und das zusammen ist das, worauf die Jim Beam Genießer so stehen. Der weiße Jim Beam dagegen, der geht also sehr oft mit Cola an der Bar. Wir führen ihn nicht bei uns mit der Whisky Store, den weißen, weil er einfach unseren Anspruch an Qualität, an Niveau nicht erfüllt. Neben dem Green, neben dem Green gibt es also noch ein Yellow, das ist ein Rye Whisky. Wenn ich den mal probiert habe, dann blende ich ihn hier zu dem mal ein Video ein. Und es gibt bei Jim Beam noch eine besonders exklusive Serie, die sogenannte Small Batch Bourbon Serie. Da werden also die besten Fässer, die in den Lagerhäusern reifen, werden da einzeln abgefüllt. Da ist ein Knob Creek darunter, den habe ich sogar schon mal probiert, habe ich hier ein Video für. Und in Basil Hayden, in Booker's und in Baker's. Also ganz, ganz tolle. Und nun wollen wir mal schauen, wie dieser Green im Vergleich mit den anderen so abschneidet. Bourbon ist nicht gefärbt. Er bezieht seine Farbe direkt aus dem Eichenholzfass. Und nach 5 Jahren Reifung
kommt da schon eine ganz ordentliche Färbung rüber, weil die Schotten, die ja diese verwendeten Fässer dann wiederverwenden, die kriegen dann deutlich weniger an Farbe raus und da muss man noch weitere 12 Jahre daran reifen, bis man vergleichsweise einen Farbton hinbekommt. Ja, sehr leicht, sehr weich. Leicht fruchtig. Und dazu eine Alkoholnote. Und jetzt wollen wir mal schauen. 40 Volumenprozente sind da drin. Ach, und da steht es ja auch genau drauf. 5 Jahre Alter. Habe ich nicht so gesehen. Ja, es ist eigentlich ein ganz, ganz typischer Bourbon. Karamell. Viel Karamell. Dazu ganz, ganz wenig Eiche und ein bisschen Vanille. Ja, jetzt probieren wir mal. Ah, jetzt wird er ein bisschen bitter, ein bisschen erdig. Oh, der hat eine Mords-Eichenfracht dahinter. Für einen Bourbon ist das schon sehr bitter. Ja, wenn man es mag. Ich mag es nicht. Also, da freue ich mich doch lieber an diesem technischen Spielzeug. Und nicht so sehr am Whisky. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.